Hi, und lass uns anfangen. Ja? Ja. Okay. Da sind wir wieder. Ach, jetzt fangen wir wieder mit diesem Lied an. Unfassbar. Popcorn, genau. Ja. Das Popcorn-Lied. Aber vergessen habe ich, wer das singt. Und dass es Popcorn heißt. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir darauf... Na doch, ich weiß, wie wir darauf gekommen sind, ne? Es war gestern bei Uschis Geburtstag die Herdplatte. Die Herdplatte, die aus war, du wolltest sie aktivieren und hast darauf Keyboard gespielt, genau. Genau. Und dann ist das erste, komischerweise, was mir eingefallen ist. Ja. Was ich gar nicht verstehe. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja, auch sonst was einfach. Aber wahrscheinlich hat man da wieder gemerkt, wie ins Gehirn geschissen wurde. Vielen Dank für deine ehrliche Meinung. Daniel, wie geht's dir? Ach, mir geht's gut. Ich habe Urlaub. Oh, du hast es gut. Ja. Ich habe keinen Urlaub. Aber du hast es auch gut. Ich habe festgestellt, und das ist mein Fehl der Woche, das kann ich gleich mal erzählen. Oh. Ich hatte am letzten Wochenende, hatte meine kleine Uschi ja Geburtstag. Ja. Und normalerweise nehme ich am Freitag vor dem Wochenende und am Montag nach dem Wochenende Urlaub, um Vorbereitungen, Nachbereitungen, ne, Riesenparty, das geht ja jetzt alles nicht. Den Urlaub habe ich aber trotzdem genommen, irgendwann Anfang des Jahres und vergessen, ihn wieder rauszunehmen. Das heißt, ich habe an zwei Urlaubstagen gearbeitet. Das ist auch schön, ne? Und wie hast du es rausgefunden? Die Überstunden sind ins Unendliche geschossen. Also er zählte dann natürlich nicht die normale Arbeitszeit, sondern hat das gleich aufs Überstundenkonto geknallt. Alter Schwede. Und dann irgendwann rief mein Chef mich an und sagte, kann es sein, dass du an deinen Urlaubstagen gearbeitet hast? Scheiße. Auch geil, ne? Ja. Aber so ist es auch mit meiner Woche jetzt, ja, die ich ja hier habe. Ja. Die hätte ich ja eigentlich gar nicht nehmen müssen, brauchen, wollen. Ach, du aber wolltest es nicht? Also, nee. Du wolltest für sich wollte ich die, also das ist eigentlich eine ungeplante Woche gewesen. Mhm. Aber Überstunden, ne? Also nicht Überstunden, sondern, wie sagt man, Resturlaub. Ach so, damit das, ja, du kannst die nicht ins neue Jahr schleppen, ne? So war das ja. Kann man, ist aber unerwünscht. Ja, man soll sie nehmen, wann man ich habe halt jetzt gelernt, warum das unerwünscht ist. Ganz neu. Ja. Weil die, also ich habe es auch nicht verstanden, aber die Firmen müssen wohl irgendwelche Rücklagen bilden. Okay. Das hat irgendwas mit tatsächlich mit Geld zu tun. Und das kostet der Firma wirklich bis dahin Geld. Okay. Und deswegen wollen sie das nicht. So, das ist der ganze Grund. Das ist mir neu. Dass das der Firma Geld kostet jetzt, oder? Ja, ich weiß auch nicht so richtig, also verstanden. Wie gesagt, habe ich es auch nicht. Ja. Mein Arbeitgeber hat es mir so erklärt. Ich habe dem Arbeitgeber sowieso gesagt, es wäre normalerweise, wenn du so Resturlaub hast, mit dem du an und für sich nichts anfangen kannst. Klar, jeder würde jetzt sagen, klar, ich kann damit immer was anfangen. Einfach nur Urlaub machen. Ja. Habe ich aber auch schon so oft gesagt. Wenn mal überhaupt nichts zu tun ist, da einfach mal abends anrufen und sagen, wie sieht's aus? Willst du morgen zu Hause bleiben? Ja, oder was ist, wenn du wirklich mal Urlaub brauchst, weil du musst irgendwas machen. Ja gut, dafür halte ich dann ja sowieso schon von mir aus immer so ein paar Tage zurück. Ja. Na, falls mal wirklich irgendwas spontan ist, dass man dann ist. Sagt von wegen, ey, pass auf. Weil es lohnt sich ganz einfach auch nicht, diese Aktion. Ich erinnere mich da an diese Termine, die ja dann öfter mal so am Briefkasten kleben. Wir kommen Uhren ablesen von 8 bis 12. Ja, genau. Wo du dann sagst, und ja, kommen tun sie 17 Uhr. Ja. Da muss ich einen Tag Urlaub für nehmen. Nee, mache ich aber nicht. Ja. Weißt du? So, und die das ja so voraussetzen, dass du zu Hause bist. Ja. Aber es sind halt dann solche Sachen, wo man dann sagt, ja. Das stimmt, das hatte ich früher auch. Und als das mit Homeoffice noch nicht so, bin ich dann ja auch später zur Arbeit gefahren oder irgendwie sowas. Und dann ist das also wirklich, und die Krönung war dann irgendwann, dass der angerufen hat, gesagt, nee, ich schaff das nicht mehr. Da war es aber schon weit nach Mittag. Mhm. Da sag ich habe ich extra einen Urlaubstag genommen. Dem war es natürlich total unangenehm. Deswegen, ja, also die wissen, manchmal habe ich das Gefühl, die wissen gar nicht, was da dran hängt, so, was das bedeutet. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, weil er stand ja da letztes Jahr, es ist ja eigentlich jedes Jahr selber bei mir zumindest, was das betrifft. Und er stand letztes Jahr ja auch schon vor mir und sagte von wegen, naja, wo ich dann meinte, können wir das nicht irgendwie auf 15 Uhr wenigstens legen oder 16 Uhr? Ja, aber das ist so spät, ich habe dann noch Feierabend und so weiter und so fort. Ich sage, ja, aber ich ja dann auch erst. Ja, genau. So, und wer will dann hier was von wem, sag ich dann immer, ne? Mir ist es doch Latte, ob du irgendwo hast ja nichts oder davon. Nicht. Nö. Ich sag, aber ich werde definitiv keinen Urlaubstag dafür einreichen. Wenn es nach dir ginge, könnten sie den Wert ja auch schätzen. Das ist ja scheißegal. Ja. So.
zu meinen Gunsten. Richtig. Genau. Aber es ging halt auch, es ging ja nicht ums Ablesen, weil jetzt würde dann vielleicht der ein oder andere wieder sagen, ja, du kannst das ja auch selber ablesen und dann an der Haustür kleben oder online da eintragen. Es ging wirklich auch um die Tauschen, die Wasseruhren tauschen. Ja, ja, okay, das ist natürlich... Ja, da muss er natürlich dann kommen, das geht da online nicht. Ja, genau. So, wobei, vor 2 Jahren wollten sie diese Ventile wechseln und da haben sie festgestellt, habe ich auch extra freigenommen, da sind sie gekommen und dann haben sie die Ventile wechseln wollen und dann war, da gab es kleine und etwas längere. Ja, das ist meistens so. Und der hatte den etwas längeren. So. Wie hat er den ja gewechselt oder warum? So, und der war aber der falsche. Ach. Jetzt musste er den kleineren bestellen, das kleinere Ventil oder wie auch immer, keine Ahnung. Und meint dann zu mir, er meldet sich nochmal bei mir, wenn er dann die hat, damit er dann nochmal kommt. Der ist seitdem nicht wieder da gewesen. Geil. Das heißt, ich habe immer noch die alten Dinger drin. Das ist wie mit Uwe. Unser Uwe, der da unten wohnt, ja, der hat erzählt, sein Vermieter, der bestellt immer die gleichen Heizungsbauer. Ja. Er hat die Heizung eingebaut bei denen im ganzen Haus, hat die Ölheizung jetzt ausgetauscht und. Das macht er schon seit 3-4 Jahren, ist da wegen irgendwelchen Sachen immer mal gekommen und hat irgendwas gemacht. Und was nicht passiert ist, es ist tatsächlich bis jetzt keine einzige Rechnung gekommen, sagt er. Hä? Also der hat bis jetzt keine Rechnung gekriegt, auch der Vermieter nicht. Und irgendwann, also nach dem dritten Mal hat der Heizungsbauer wohl gesagt, naja, Sie müssen ja noch was bezahlen. Hier ist noch was offen. Und sagt Uwe, Sie haben aber nie eine Rechnung geschickt. So. Und auch wieder nicht. Dann wieder 2 Jahre nicht so. Aber da frage ich mich ehrlich gesagt, wie funktioniert so eine Firma? Weißt du, also bei solchen Sachen, die wollen doch, also das Erste, was ich machen würde als Firma, ich würde doch meinem Geld hinterherrennen. Die machen eine Leistung und machen das wohl auch gut, aber nehmen kein Geld dafür. Was sind das für ein Geschäft? Oder bezahlt Geschäft er das als Vermieter? Ja, aber er hat gesagt, da kam auch nichts. Das ist so. Ist das nicht komisch irgendwie? Naja, das sind dann aber Leute, die ihren Laden nicht, weißt du, und deswegen gehen Firmen bankrott. Ja, weil die nicht durchsehen. Genau. Weil die genau, so vom finanziellen, vom bürotechnischen, die können arbeiten wie die Schweine, aber denen fehlt da irgendwie dann wahrscheinlich die Person, die das verwaltet. Ja, und die darauf aufpasst und hinterher jagt. Weil nur dafür machst du es ja. Du machst es ja nicht, weil es natürlich vielleicht auch, weil es dir Spaß macht oder so. Mhm. Aber dann kannst du es auch privat machen, weißt du, wenn du kein Geld dafür, also das ist ja irgendwie Blödsinn. Und wovon bezahlt er seine Leute? Oder Vergessenheit einfach. Möglicherweise. Also, aber, nee, verstehe ich nicht. Was darfst du nicht vergessen? Das ist dein täglich Brot. Ja, das ist es. Das. Naja. Gott, oh Gott, oh Gott. Dein täglich Brot. Was ist dein täglich Brot? Dein täglich Brot ist LKW fahren. Ja. Ah, du hast es gut. Du kannst den ganzen Tag LKW fahren. LKW fahren. Ich kann nicht Bagger fahren, ich fahre LKW. Genau. Aber das ist auch gar nicht so einerlei LKW fahren. Ich stell's mir einfach vor, das Fahren, den Rest, was du da immer machst und erzählst, den das nicht. Das Einparken zum Beispiel, da würde ich Horror vorhaben. Ja, das ist wäre schon Horror mit dem Hänger rückwärts irgendwo zu fahren. Ja. Aber das ist alles Übungssache. Es gibt ja, es ist ja das Schöne, ne? Du wächst ja quasi mit den Aufgaben. Mhm. So, und auch in meiner Firma, wo ich jetzt halt fahre ich mittlerweile fast 10 Jahre. Ja. Und wenn ich zurückdenke an meine Zeit, wie ich angefangen habe, oh Gott, da gibt es auch Horrorgeschichten bis zum geht nicht mehr. Also da hätten viele schon in den Sack gehauen, die hätten über Kopf zusammengeschlagen und so weiter und so fort. Inwiefern? Weil wegen dem Fahren an sich? Oder? Ich sage immer so Pleiten, Pech und Pannen, weißt du? Ja. Du bist ja in jeder Firma irgendwo immer der Neuling. Richtig. So, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es ja dann immer so, du willst ja dann immer alles richtig machen. Ja. Und natürlich bist du dann auch noch etwas jünger, ne, wenn ich jetzt zurückrechne, dass ich da so... Noch jünger. Aber dass du dann halt in einem Alter bist, wo du dir auch nicht eingestehen willst, zu fragen. Ja. So, das heißt, du versuchst immer erst selber zu machen. So, und da gibt es natürlich Storys, wo du sagst, hättest du mal doch lieber gefragt vorher, hättest du das in so einem Ausmaße nicht fabriziert. Verfahren, irgendwelche Aktionen beim Beladen, Entladen, die schiefgelaufen sind und. Was kann da schieflaufen? Da kippt was um oder? Ja, natürlich.
wenn ich mal drüber nachdenke, dass du ja Kunden anfährst, die du jetzt nicht aus dem FF weißt. Ja. Und dann quasi in dein Navi eingibst und losfährst. Ja. Gibt es ja Orte, die zum Beispiel es einmal südlich Hamburg gibt und auch nördlich Hamburg gibt. So, und die heißen genauso, meinst du? Ja, ja, genau. Ach so, okay. So, und die haben durch Zufall vielleicht sogar dieselbe Straße. So. Das ist ja geil. Ist von der Erzählung her, also mir selber ist es nicht passiert, aber kam vor, dass da auch ein junger Fahrer losgefahren ist und nach, ich glaube, 4 Stunden oder so wurde dann angerufen, wo bleibt denn der? So, und dann haben die den Fahrer angerufen und gesagt, ja, ich irre hier schon durch die Stadt. Achso, ich dachte, der hätte bei einem Falschen das abgeladen. Nein, aber er irrt da durch die Stadt, auch in der Straße, aber er findet den Markt nicht, ne, um die Lebensmittel abzuladen. So, und der war sich zu stolz, einfach mal anzurufen und zu fragen, wo das denn hier nur so ist. Und dann haben die festgestellt, dass der so ungefähr 250 Kilometer in die falsche Richtung gefahren ist. Ach du Scheiße. Weil er die falsche Postleitzahl eingegeben hat. Ne? Also das waren dann wirklich 2 Orte mit identisch der gleichen Straße, aber die Postleitzahl völlig die andere. Na gut, bei solchen Sachen kann dir Google dann auch nicht mehr helfen. Google macht auch das, was du ihm erzählst. Genau. Und wenn du dann das Falsche eingibst, hast du ein Problem. Das stimmt. Mir persönlich ist sowas passiert, wie du fährst in Hamburg nach St. Pauli und sollst da dann halt einen Markt beliefern und die Lieferadresse ist sehr oft dann der Haupteingang. Ah, okay. Und die Lieferadresse von dem Wareneingang ist aber dann natürlich auf der Rückseite oder in irgendeiner Tiefgarage oder jetzt gerade in Hamburg dann auch wirklich Tiefgaragen. Und dann mit so einem Ding da rein, so, Alter. Und dann fährst du los und ich persönlich kann sagen, dass ich zu stolz war, auch da zu fragen und habe die Adresse eingegeben und bin losgefahren. Aber es ist schon ein bisschen her. Ja, ja. Anfang, ne? Neuling. Ja. Neulingsgeschichten sind das so. Wenn du dann in Hamburg sowieso schon rechts, links geschickt wirst, wo du dich in Hamburg noch nicht so wirklich auskennst und du dann irgendwann mitkriegst, dass die Straßen immer enger werden. Und ja, vor allem, wo ich Horror vorher hatte, sind diese Einbahnstraßen. Dass ja, das meine ich ja. Gerade St. Pauli, glaube ich, ist ja auch sehr viel Einbahnstraßensystem. Ja, genau. So, genau. Und dann parken rechts und links sozusagen die PKWs und die Straßen werden immer enger, du kommst nicht weiter durch. Ja. Ich weiß noch dann, bei der Filiale hat mir das Navi angezeigt, noch 200 Meter. Das heißt, ich habe dann wirklich dieses Center schon gesehen, wo dann noch der Markt drin ist. Aber ich musste zuvor noch eine 90 Grad rechts oder Linkskurve machen. So, ich bin da aber nicht rumgekommen, weil rechts und links Straßenrand parken Autos, Einbahnstraße, also es ging nur in eine Richtung und hinter mir 5, 6 Autos, die auch da lang wollten. Und du blockierst. Und ich kam nicht rum. Ja, geil. Stand ich da. Und das ist ein Grund, warum ich diesen Job niemals machen wollte. Ich würde wahnsinnig werden. Also ja. Da wirst du auch, also ich bin zu diesem Zeitpunkt auch wahnsinnig geworden und knallrot, ich hätte vor Scham versinken können. Ja, das glaube ich. Weil die hupenden PKWs hinter mir, die Passanten, die rechts und links ja dann in diese Einkaufspassage, die ja so 150 Meter vor mir war, wollten, dann geguckt haben, was ich da mit diesem Geschoss da überhaupt will. Panik. Ja, da macht sich richtig groß Panik breit. Ja, du hast wahrscheinlich Angst, dass du jetzt aus der Nummer gar nicht mehr rauskommst, ne? Du weißt, du hast auch keine Lösung in dem Moment. Du hast in dem Moment keine Lösung, weil du Panik schiebst. Mhm. So, und ich muss in dem Punkt, muss ich sagen, da liebe ich die Hamburger. Da sind 3 Jugendliche gekommen und meinten, wo willst du hin? Da habe ich gesagt, am besten wieder 200 Meter zurück auf die Hauptstraße. Ja. Alles klar. Und dann sind die nach hinten, haben die PKWs alle geordert, dass die auf dem Bürgersteig fahren sollen. Das ist ja geil. Haben mir den Weg nach hinten freigeräumt. Ja. Und ich bin dann so Stück für Stück ganz langsam wieder zurück, hab den wirklich, und das war so eine Sache, wo ich sage, wow, so jung kannst du dann doch nicht gewesen sein, weil ich den dann 10 an die Hand gedrückt habe. Ne? Ich hatte nicht mehr Bargeld bei und hab gesagt, vielen Dank, ihr habt mir jetzt ja echt das Leben gerettet, weil ich war auf, ich hätte nach Hause gehen können, ich war durchgeschwitzt, ich war, kennst du dieses Gefühl, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du bist so offen, du bist so auf.
Ich habe mich echt, ich bin losgefahren, habe mich irgendwo rechts rangestellt, Warnblinklicht an, habe erstmal 10 Minuten alle Fenster runtergemacht, um frische Luft zu atmen, ja, damit mein Hirn wieder sich so einkriegt. Habe dann bei mir in der Dispo angerufen. Nee, ich habe gar nicht in der Dispo angerufen, ich habe einen Kumpel angerufen, der auch in der Firma arbeitet, also einen Arbeitskollegen. Ja. Und habe den erstmal gefragt, sag mal, Alter, wo ist denn hier die Anlieferungszone von dem Center? Da sagt er, ja, du hättest eigentlich eine Ausfahrt weiterfahren müssen. Ja, woher sollst du das denn wissen? Fragen. Ja, okay, ne? Das stimmt. Das ist so dieses, ja, okay, ne, du musst nicht immer davon ausgehen, dass die Heimanschrift oder diese Adresse, die du bekommst, ja, dass das natürlich dann der Liefereingang ist, sondern ja, klar, das kann kein Navi wissen. Genau. Komischerweise. Ist es dann natürlich der Haupteingang. So. Ja. Und Alter, ja, im Endeffekt, wenn ich eine Zeit lang danach immer noch den Markt gefahren bin, habe ich mich wirklich an diese Story immer noch erinnert und habe gedacht, von wegen, wow, jetzt hast du aber was zu erzählen. So, ne? Ja, andere Sachen gibt es ja auch. Das hat ja gar nicht mal so was mit dem Verfahren zu tun. Wie du schon sagst, mit dem Beladen. Mhm. Es ist ja genauso. Was haben wir früher? Wie muss ich mir das erstmal, das Beladen und das End- und Beladen vorstellen? Du fährst hinten das Ding runter, also die Klappe geht auf, die fährst du runter, damit du, also fährst erstmal das rauf, den Rolli oder was fährst du da rauf? Lässt das runterfahren wie so ein Fahrstuhl und dann geht's los. Genau, es sind Paletten mit Lebensmitteln. Ja. Wie hoch? Das sind Tiefkühlboxen. Ja, momentan sind sie auf 220, 250 hochgepackt. Schon ganz schön hoch, ne? Also das der Schwerpunkt ist, schon, ist ja, ja schon... Ja, genau. Und das dann hast du einen normalen Hubwagen wahrscheinlich, oder? Nee, ich habe auch eine elektrische Ameise. Mittlerweile. Okay. Ja. Also, wenn ich mal vorne anfange, früher war das Packen auf 1,80 ja, ungefähr. Ne? Ich glaube maximal 2 Meter. Mag man mich jetzt berichtigen. Aber es war so, dass du wirklich auch beladen konntest. Ja. So, jetzt haben sie aus... Ja, platzsparend und mehr Ware wegbringend Berechnungen das höher gemacht. Jetzt dürfen die Packer auch auf 220, 230 packen. Okay. So, das heißt, du kriegst sie eventuell dann noch einigermaßen geladen. Ja. Aber die armen Leute in der Filiale, wenn du so die ganzen Angestellten siehst, sind die ja nicht alle 1,90. Richtig. Und es sind ja auch nicht alles Männer wie Schwarzenegger. Hm. Wie sollen die Ware also wieder abpacken? Aber fangen wir mal vorne an. Man fährt natürlich ganz normal ans Tor, macht die Ladeluke hinten auf, Ladebordwand, fährt ran. So, und dann gibt es halt Rollcontainer mit Ware, es gibt Paletten mit Ware, es gibt diese halben Palette, nennen sich Düsseldorfer, die gibt es dann auch mit Ware. Okay. Zum größten Teil sind das dann aber Getränkepaletten. Ja. So, und die sind vom Hersteller so gepackt. Ne, also die anderen Rollcontainer und Kunststoffpaletten oder Europaletten werden im Lager gepackt, wo dann Lebensmittel drauf sind. Nein, nicht ich. Nee. Nein, aber eure Firma. Nee, ich bin ja Spedition. Ich bin ja ein Subunternehmer für die Spedition. Ah, okay. Ja, also nicht, ich bin Subunternehmer nicht für die Spedition. Ich bin Subunternehmer für den Kunden. Ja, so, okay. Also ob es jetzt Aldi, Lidl oder bei mir halt Penny ist, stehe ich ja dann quasi bei Penny oder Rewe auf dem Hof und lade dort. So, und ja, dann guckst du halt, ne? Kannst natürlich jetzt nicht eine 30 cm hohe Palette neben einer 1,90 gepackten Palette stellen. Wenn Im LKW rechts, jetzt. Wenn du eine Rechts- oder Linkskurve machst, knickt's ab. Ja. Dann zerfällt die, zerbröselt die. Ja. So, deswegen musst du schon im Vorfeld mal so ein bisschen durchgucken, wie geht das nicht. So, und... Ja, es hat sich schon etwas verändert. Früher gab es dann halt so eine Ordern wie Toilettenpapier oder Küchenrollen. Gibt's ja heute nicht mehr Toilettenpapier. Ja. müssen abgepackt werden, damit du Platz sparst. Ja. Ja, dann musstest du als Kraftfahrer quasi dann wirklich die Palette aufschneiden und hast dann die einzelnen Pakete dann verteilt auf Rollcontainer, die vielleicht nicht ganz voll waren. Ah, okay. So, damit du dann halt eine Palette irgendwann... Er geht schon. Ist das so langweilig? Nein. Ich bin durch. Ja. Nein, das ist nicht langweilig, überhaupt nicht. Ich glaube, das habe ich dich auch noch nie gefragt. Also würde ich echt gerne mal, mal wissen. Du musstest früher, auch gerade diese Düsseldorfer mit Getränke, Wasser, Cola, ja, Fanta, Sprite, was es ja alles gibt, Mezzo, Tralala, hast du nicht gesehen, O-Saft, Milch und so weiter und so fort.
Das musstest du früher alles mit dem Hubwagen schleppen und das hat Kraft gekostet. Wobei, ich habe ja Hubwagen, habe ich ja festgestellt, ich habe ja meinen Kühlschrank, diesen Side-by-Side, der 150 Kilo wiegt, das ist ja, da kannst du ja mit dem kleinen Finger ziehen. Ja gut, 150 Kilo ist jetzt keine Getränkepalette mit Wasser. Wie viel wiegt so eine die? Getränkepalette Wasser ist natürlich auch etwas leichter, als wenn du jetzt, das hört sich blöd an, aber als wenn du jetzt zum Beispiel Bier oder Cola oder sowas ziehst, aber die haben alle so zwischen 300 und 400 Kilo. Na gut, das ist schon was anderes. Jetzt ziehst du zwei davon. Ja. Weil das auf dem Hubwagen ja raufpasst. Okay. So, und fast eine Tonne denn, ne? Was dann im Endeffekt vielleicht beim Beladen im Lager, weil das alles ebenerdig ist, schon etwas anstrengend ist, weil du musst ja auch nach rechts und nach links fahren mit den Dingern und sie auch ordentlich an Rand stellen. Ja, okay. Du kannst ja nicht einfach mittig stellen und dann ist gut. Das heißt, du jonglierst da hin und her. Der LKW ist genau so konzipiert, dass du halt drei Paletten nebeneinander kriegst. Und du hast zwischen jeder Palette dann noch circa 2-3 Zentimeter Luft. Das heißt, auch wenn der Packer überpackt, fehlt dir dieser Platz. Ja. Und dann musst du entscheiden, ob du daneben etwas hinstellst, was vielleicht die gleiche Höhe hat, aber nicht ganz die Breite. Okay. Oder ob du es querstellst oder ob du es gar nicht erst mitnimmst, weil es fehlgepackt ist. Das hast du dich früher nie erlaubt. Da gab es richtig mehr Anschiss, weil du als Kraftfahrer warst immer der Arsch. Bist du heute ja auch immer noch irgendwo, aber das sind so Sachen. So, also das heißt, du musst auch händeln mit dem Hubwagen oder musstest händeln mit dem Hubwagen. Mhm. Ne, rechts, links. So, das jetzt, ist natürlich okay, ja. Und beim Kunden ist es ja nun noch schlimmer. Viele Märkte haben ja nicht eine Rampe, so wie man es heutzutage kennt, sondern viele sind noch etwas älter, viele Märkte. Und dann hast du halt Bürgersteige zu überwinden, du hast leichte Anhöhen zu überwinden, du hast nicht Beton, sondern Kopfsteinpflaster zu überwinden. So, und da schiebt die Dinger mal hoch, weil der Kunde ja auch nur nicht 10 Leute hat in seinem Markt, wo dir dann 2-3 Mal eventuell zur Hand gehen können. Ja, das heißt, du buckelst das wirklich alleine. Bist derjenige, ja. Genau. So, und eine Palette zu schieben ist immer besser als eine Palette zu ziehen, weil wenn du sie ziehst und anruckst und die ist falsch gepackt, marschiert die dir nach hinten hin ab und bricht auch zusammen. Echt? Kann. Ja. Kann. Also auch alles schon erlebt, dass du eine leichte Anhöhe hochziehen wolltest und die Palette war halt ein bisschen leichtsinnig gepackt und dann in dem Moment, wo du es angezogen hast, hat die nach hinten, den Abflug gemacht. Krass. Und dann hast du auf einer Kreuzung in Hamburg dein Lebensmittel gesammelt. Scheiße. Und dann hast du auch wieder den Effekt, knallrot, Hochkopf und ja, dann helfen dir plötzlich dann auch Passanten. Die ja, logisch, die wollen das Bier haben. Ne? Das muss ja nicht mal mehr, muss ja nicht mal Bier sein, aber so Büchsen mit Tomatenmark oder irgendwie sowas, sag ich sowas, Quatsch, das rollt ja auch sehr gut und sehr schnell. So, und dann siehst du dann Passanten, die eigentlich an der roten Fußgängerampel stehen, siehst du dann plötzlich dir die Ware mit zusammen zu rollen. Ja. Ne? Geil. Aber da fällt mir ein, ich muss kurz abschweifen. Hm? Vor 3 Jahren waren wir mal in Frankreich und dann sind wir auch Fahrrad gefahren und jeder hatte sein Wasser, eine Wasserflasche hinten drauf, so Plasteflasche. Und meine Uschi, die ist, das Fahrrad ist nicht, der Gepäckträger ist einfach nicht mehr, die Feder nicht mehr so gut. Und dann sind wir auch so einen Berg hochgefahren in der Stadt und dann ist ihr das Ding runtergefallen, hinten, und den ganzen Scheiß, die ganze Scheißstraße wieder runtergekullert. Ja. Bestimmt 20 Auto über diese Wasserflasche, die ist nicht kaputt gegangen. Wir konnten die aufsammeln, war natürlich kein Sprudel mehr drin, aber es war neu. So weiter, egal. Aber was ich fragen wollte ist, du ziehst, kippt dir nach hinten weg, aber du hast doch das Problem, wenn du schiebst, kippst du dir auf die Nase. Oder nicht? Ist ja die gleiche Anhöhe. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Nee, aber du stehst ja dann quasi davor und schieben ist ja schon lange nicht so wie ziehen. Das heißt, du hast das ja im Blick. Ja. Und du weißt ja, wann das Ding anfängt zu kippen und hörst dann quasi auf. So, wenn du ziehst, dann siehst du das besser. Siehst du das erstmal nicht, sondern du ziehst und ziehst und ziehst und bist ja sowieso am Arsch, weil du am Ende deiner Kräfte irgendwann mal ankommst und sagst dir, Alter, was mache ich hier überhaupt? Und das ist so, das ist ja Physik eigentlich, wenn du es so willst, ne? Das alles so zu beobachten, auch mit rechts und links. Ja. Ich habe im Bildschirmcenter in Hamburg, das kennst du das vom das Namen her? Das kenne ich. Ich war da schon ein paar Mal. Okay. Da gibt es GameStop, deswegen war ich da schon ein paar Mal. Da war ich ein Computerspiel. Da bin ich zum Beispiel mal vor, ach, keine Ahnung, auch acht Jahren oder sowas bin ich
da musst du mal runterfahren, mhm, in die Tiefgarage. Den Pennymarkt, da gibt es zum Beispiel nicht mehr. Okay. Da fährst du runter in die Tiefgarage, musst unter der Tiefgarage wenden und dann hast du die Lagertür so auf 1,5 Meter Höhe. Aha. Das heißt, du brauchst die Ladebordwand hinten vom LKW nur aufklappen. So, dann hast du ein Seitenblech, heißt das Fach, mhm, spezifisch. Und das klemmst du an deiner Ladebordwand, die du aufklappst, klemmst du an der Seite ein. Aha. Das sind so 50, 60 Zentimeter Breite. Ja. Mehr ist das nicht. Und da schiebst du dann über einen rechten Winkel, so über 90 Grad, schiebst du dann mit dem Hubwagen die Paletten in den Markt. Mhm. So. Wenn du jetzt die Palette zu schnell um 90 Grad schiebst oder ziehst, schmiert dir die auch ab. Seitlich sozusagen, ne? Das ist genau die Fliehkraft. Das ist mir zum Beispiel passiert und jetzt kommen wir wieder auch zu ich bin voller Funken. Funkemarische Tanze. das ist auch das, wo man dann immer den Packern im Lager sehr dankbar ist. Wenn du so eine Palette schiebst und solange wie es geradeaus geht, ist alles in Ordnung. Aber du hast dann unten sozusagen das Leichte. Ja. Und oben dann das Schwere. Ja, das meine ich mit Schwerpunkt. Mhm. Das ist total bescheuert. So kann man so nicht packen eigentlich. Wenn du dann um die Ecke fährst, was mir dann auch in diesem Bildstehcenter passiert ist, gerade beim Gemüse und Obst hatte ich das. Supergeil, ja. Weiß ich noch ganz genau, ich habe geflucht wie, ich weiß auch nicht. Ja, ja. Man sagt ja immer geflucht wie Maurer, aber andere Leute können ja auch fluchen. Geschimpft wie ein Rohrspatz, oder wie heißt ja, das? Ja, genau. Irgendwie sowas. Ich bin rumgefahren und dachte so bei mir, Mensch, das noch, und dann hast du Feierabend, fährst schön nach Hause, allen drum und dran. Schnell mal eben. Im Sommer, und das war wirklich ein warmer Sommer, nachts um 2, wie gesagt, letzte Tour, ich bin damals Spätschicht gefahren. Ja, und dann hat sich so eine 2,20 Meter Palette selbstständig gemacht, als ich dann um die Kurve fahren wollte, weil nämlich unten dann sowas wie Himbeeren, Blaubeeren, Eier schön gestapelt waren. Unten. Und oben Melonen, Honigmelonen, ja. Wassermelonen. Schön. Und was es denn noch alles gibt, ne? So, und dann schmierte die ab. Und jetzt mal, erzähl das mal zu Ende. Ne, ich wollte nur sagen, und dann jetzt kannst du dir bildlich vielleicht vorstellen, wenn du so eine 2,20 Meter gepackte Gemüsepalette aus 1,5 Meter Höhe vom LKW, von dieser Ladebordwand runterfällt und unten auf den Betonboden aufklatscht. Mhm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wo das alles hinfliegt, ja, vor allen Dingen. Ne? Die Wassermelonen, wenn die platzen, das ist auch herrlich, oder? Ja. Das ist eine geile Sache. Ich habe tatsächlich dann... Wer bezahlt das? Das wollte ich wissen. Ja, ja, das ist jetzt so die Frage. Das zahlt natürlich dann die Spedition. Ja. Ne, weil im Endeffekt... Aber es kommt nicht auf dich zurück, weil du so trottelig warst. Naja, oder auf die Packer, weil die so scheiße gepackt haben. Nee, diesen Rattenschwanz zurückzuverfolgen ist Wahnsinn, weil im Endeffekt blockt dann der Kunde das auch, wo er sagt von wegen, warte mal, in dem Moment, wo der Fahrer die Ware auf den LKW schiebt, seid ihr dafür verantwortlich. Das ist auch richtig, eigentlich stimmt das ja auch. Genau. Ja. So, und es war aber früher nicht so verkannt, dass der Fahrer auch den Mut hatte zu sagen, nehme ich nicht mit. Ja. Ist scheiße gepackt, ich habe die Verantwortung. Das ist mittlerweile, ist das so. Ja. Mittlerweile kannst du auch wirklich sagen, Leute, guckt euch die Palette bitte an. Mhm. Oder du schickst ein Foto an deinen Chef und sagst... Hast du einen Grund, warum das so ist? Also warum das jetzt heutzutage so ist und früher nicht? Weil ich meine, das ist ja nichts anderes. Das ist, die Waren sind ja die gleichen. Mut. Ja, okay. Mut. Ja, du hättest früher auch das Recht gehabt, aber du hast es nicht getraut. Genau, wenn es an dir hängen bleibt, hast du genauso das Recht. Ja, aber früher hat sich das keiner getraut, weil der Kunde ist König. Ja. So, und wenn du jetzt sagst als Spediteur, ich nehme das nicht mit. Okay. Und der Spediteur sagt, du nimmst das aber mit, das muss zum Kunden. Ich kann das jetzt nicht umpacken oder sowas. Dann hast du es an der Backen. Weil, was ist denn im Endeffekt? Warum nehmen denn heutzutage, und entschuldige bitte, wenn ich das so sage, aber warum behält man denn heute nicht gute Fahrer, die sagen, ey, ich hätte vielleicht gerne 50 Cent mehr, sondern man geht da wirklich dann den Weg des geringsten Widerstandes und sagt, da musst du halt gehen. Ja, das verstehe ich. Ich hole mir dann lieber Polen, Rumänen, Russen, Polen und so weiter und so fort. Die ja nicht unbedingt schlecht sein müssen. Nein, das will ich damit nicht sagen. Aber du fängst wieder bei Null an. Ja, genau. Du musst die neu einarbeiten. Oder Philippiner. Oder Schweden. Oder Spanier. Genau, oder Italiener.
Italiener war das, stimmt. Genau. So, und das ist das halt so. Ja. Ne? Also früher hast du es dich wirklich nicht getraut. Mhm. Mittlerweile ist man auf einem anderen Stand. Ja, ja, mittlerweile okay. Sagt man, ey, pass auf, die Ware kommt definitiv nicht heil an, so wie die gepackt ist. Ich kann das jetzt nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Das mache ich nicht. Oh, eine Muschi. Ach, eine Muschi. Jetzt mal eine ganz andere Frage. Ja. Jetzt sind wir, ich bin schon ein bisschen weiter. Und ich glaube, das interessiert auch einige. Warum in Gottes Namen spielen ganz viele Lkw-Fahrer Elefantenrennen auf der Autobahn? Kannst du mir das bitte mal erklären? Mhm. Das möchte ich so gern wissen, dass, weil das nervt natürlich alle Autofahrer. Viele sind ja nicht nur 20 Kilometer unterwegs. Ja. Die fahren ja meistens 300, 400, 500 Kilometer, wenn das mal reicht. Je nachdem, wie weit, was sie dürfen, ne? Genau. Wahrscheinlich auch. So. Ich selber habe mal festgestellt, und ich fahre ja einige Routen mehrmals, wenn du, ich glaube, von hier nach Flensburg fährst, fährst du so ungefähr ein bisschen über 2 Stunden, 2 Stunden 10, 2 Stunden 15 oder sowas in der Art. Jetzt stell dir auf diese Länge konstant, Prost, 3 km/h mehr vor. Ja. Schneller. Kommst du im Endeffekt, und das ist für dich vielleicht nicht viel, kommst du im Endeffekt auf 15 Minuten eher da an. So, und das ist einfach das Gefühl, er fährt hinten auf den LKW auf und sein LKW fährt 3 km/h schneller. Wenn du jetzt weißt, dass du auf dieser Autobahn noch 200 Kilometer fahren musst und du hast diesen LKW permanent vor dir, wo du 3 km/h schneller fahren kannst, nimmst du dieses Risiko, es ist ja kein Risiko für ihn, aber du sagst dir einfach, da muss ich dran vorbei. Auch wenn es nur diese 10 Minuten sind im Endeffekt, ist das irgendwann ein Kopfding. Aber ist das den LKW-Fahrern bewusst, was sie damit eigentlich ausrichten? Ja, klingt böse, ausrichten klingt böse. Aber klar. Es ist natürlich ein unfassbarer, also ne, das ist wie ein Opa, der in einer 100 auf der Allee statt 170 fährt und alle wollen dran vorbei. Es ist aber so kurvig, dass die Leute anfangen, wilde Sau zu spielen und in Kurven überholen und dadurch. Aber wir reden ja jetzt über Autobahnen. Oder reden ich rede jetzt, über das war nur ein Beispiel. So. Ja, auf der Autobahn, ist klar, das auf der Autobahn ist es ja so, dass der Stau, der auf der Autobahn entsteht, ja immer durch sowas entsteht. Einer bremst, der dahinter bremst ein Stückchen mehr und irgendwann hast du Stau. Mhm. Und ich erlebe das ja, weil ich mein Uwe alle 2 Wochen immer geholt habe. Erlebe ich das ja ständig. So, und da ist es, oder Berufskraftfahrer, das ist also, ne, Berufs-PKW-Fahrer, meine ich. Ja. Die haben das ja ständig auf der Autobahn, dass sich eine Riesentraube dahinter, das ist wie in der F-Jugend beim Fußball, wo alle hinterm Ball hinterher sind, ist das hinterm LKW hinterher. Und ich finde das eigentlich scheiße. Und deswegen sind ja auf vielen nur 2-spurigen Autobahnen ja schon Überholverbot für LKWs. Ja, ja. Ja, aber daran wird sich ja teilweise auch gar nicht gehalten. Nee, genau, das meine ich damit. Das hast du ja, das hast du dann ja hier stellenweise auch, wenn du halt gerade Region Hamburg fährst, Elbtunnel und so weiter und so fort, hast du ja auch Überholverbot. Ja. So, und wenn ich mitkriege, was hier morgens um 4 abgeht im Verkehr, dass sogar in Baustellen vom LKWs überholt werden, wo ich sage, Alter, habt ihr nicht alle, also wo du als LKW-Fahrer von einem LKW-Fahrer überholt wirst, wo eigentlich Überholverbot ist und wo eine Baustelle ist. Ja. Und du wirst dann überholt. Also es gibt auch Idioten, das muss ich ganz einfach das, auch sagen. Das meine ich damit, ne? Also das. Gibt ich finde es da auch, Unterschiede? Wenn ich als, natürlich. Da gibt es, ja, erhebliche Unterschiede. Ja. Da gibt es halt die etwas längeren, wirklich noch LKW-Fahrer, die das auch alles so ein bisschen einschätzen können und ja. Also es ist nicht bei jedem so, dass du sagst, ja, ich akzeptiere das, dass du jetzt hier so ein bisschen überholrisikomäßig machst, weil ich kenne ja dein Problem. Das machst du nicht bei jedem. Du sagst schon bei einigen, das ist absolut scheiße, was der jetzt abzieht hier. Ich selber schimpfe auch über LKW-Fahrer, weil ich mir sage, was ist mit dir nicht richtig? Was geht mit dir nicht? Ja. Ne, aber das ist auch das Problem, was wir eine Zeit lang hatten. LKW-Fahrer sind nicht mehr LKW-Fahrer, was sie früher mal waren. Ja. Heutzutage macht jeder Führerschein auch über das Finanzamt. So, und dann denken die können jetzt irgendwelche 40 Tonner durch die Wegen leiten. Guck dir doch mal so richtig Fernfahrer an. Können die rangieren? Können die rückwärts ans Tor fahren?
Ja, genau. Da die, wenigsten, ja, die wenigsten können mit dem LKW wirklich um. Ja. So, das heißt, du müsstest rein theoretisch immer die Leute fragen, wie viel Berufserfahrung hast du denn mit dem LKW? Und wenn dir dann einer sagt, 10, 20, 30 Jahre, dann das weißt du, dass er LKW fahren kann. Ja. So, aber wie viele stellst du ein? Und das ist ja auch das, was ich jetzt hatte. Die haben seit einem Monat Führerschein. Und die fahren mit dem Ding wie mit einem PKW. Und die wissen gar nicht, dass sie da hinten noch 15, 20 Meter hinten dran haben. Ja, genau. Ja? Als ich LKW-Fahren gelernt habe, auch in der Spedition, Praxis gesammelt habe, ich weiß, wie schwer das ist, wenn du als Neuling gerade in eine Spedition reinkommst, dieses Vertrauen zu gewinnen, gerade von den Chefs, das ist auch ein Ding, das, da musst du dankbar sein dafür. Das will keiner. Ja. Keiner will Neulinge. Ja, klar. Weißt du, wie ich meine? Ja, ist ja jeder natürlich will, weiß ich, wie du das meinst. Wir sollen ja alle 25 sein. Neuling kostet immer Geld zu Anfang. Ja, ja. Wir sollen ja alle 25 sein, damit wir noch 40 Jahre arbeiten. Wir sollen alle aber auch... Oh. Olli. Hallo Olli. Wir sollen aber 40 Jahre Berufserfahrung mitbringen am besten. Weißt du? So, und das funktioniert ja nicht. Nee, natürlich nicht. So. Aber es gibt immer neue. Aber das ist es ja, ne? Ja. Und wenn du den Neuling vernünftig einarbeitest und ihm Vertrauen schenkst, wie du sagst, dann hast du am Ende ja tatsächlich wirklich was davon, weil du einen guten LKW-Fahrer Richtig. In deinem Unternehmen hast. Aber jetzt sind wir wieder bei diesem Ding, was wir davor hatten. Viele sagen dann, nö, dann geh doch. Ja, naja, genau. So. Und dann hole ich mir halt wieder einen neuen. Ja. So. Obwohl das totaler Schwachsinn ist. Meine persönliche Meinung. Was mir eingefallen ist, wo du gesagt hast, bei den Altbackenen, also Erfahrenen, es geht ja immer das Klischee so rum. Und deswegen die Frage, ist es wirklich so, dass LKW-Fahrer nebenbei, während sie fahren, ihre Fingernägel schneiden, aufs Handy gucken, Fernsehen gucken? Weißt du, was ich meine? Ich habe schon, weil es gibt ja auch Sendungen im Fernsehen, da haben die Füße auf dem Lenkrad, ja, weil das Ding ja selber fährt inzwischen. Ist das wirklich so? Gibt es das? Also der LKW fährt noch nicht von alleine. Es gibt mittlerweile... Aber es gibt ja Spurhalteassistenten und so. Ja, genau. Deswegen. Genau, da wollte ich darauf hinaus. Es gibt mittlerweile so viel Technik, die dich zumindest aufmerksam macht, dass du reagieren solltest. Ne, diese Spurassistenten rechts, links. Ja, aber die Gefahr bei solchen Sachen ist es ja, dass du genau dann das tust. Du kannst sie aber... die Gefahr ist, dass du die auch immer noch ausschalten kannst. Aha. Weißt du? Also, es gibt diese Spurhalteassistenten, es gibt diese Warner, toten Winkel, wenn Radfahrer rechts, links kommen. Aber wie viele sitzen denn auch da und sagen, die haben auf dieses Geräusch, auf diesen Warnton keinen Bock und können es noch ausschalten? Das ist ja richtig. Aber worauf ich hinaus wollte, ist dieses nebenbei machen. Ja, ja. So pass auf, jetzt sitze ich auf der Autobahn und ich fahre. Ich fahre dir wieder, weil es ist ja tot, ich stelle mir das tot langweilig vor. Deswegen könnte ich deinen Job gar nicht machen. Jeden Tag, du bist immer nur teilweise unglaublich oft die gleiche Strecke. Ja. Das muss so langweilig sein. Das ist ja gerade auch das Risiko und beziehungsweise die Gefahr. Du fährst jetzt nicht von hier ins nächste Dorf, 3 Kilometer, wo du dich einfach konzentrieren kannst, sondern du fährst halt wirklich Kilometer. Ja. So. Ja, genau. Logisch habe ich mich selbst auch dabei ertappt. Du sitzt dann da. Ich habe vor, oh Gott, ist mir eigentlich auch scheißegal, ob ich mich da jetzt auto oder nicht, aber es ist ja im Endeffekt wirklich so und das kommt darauf ja zurück, dass da halt Kraftfahrer anfangen, sich Beschäftigungen nebenbei zu suchen. Ja. So, und das ist ja die Gefahr. Ich selber habe mir damals mein Handy immer quer in die Mittelkonsole gelegt. Und hab dann einen Film geguckt. Sex in the City geguckt? Nee, Sex in the City nicht, aber ich hab dann halt einen Film geguckt oder so. Nee, sowas, ehrlich jetzt? Ja, nicht permanent auf dem Bildschirm drauf. Ja. Ne? Aber kann ich mich sehr dran erinnern, gerade nachts, du bist auf der Autobahn und dann hast du nebenbei das düdeln lassen. Aber ist doch scheißgefährlich eigentlich, ne? Natürlich ist es scheißgefährlich. Ja. So, aber du willst natürlich im Endeffekt beschäftigt werden. Du willst nicht einschlafen, okay, aber du willst auch keine Pause machen, weil du die Pause noch nicht machen musst. Du willst ja vorankommen. So, mittlerweile whatze ich, telefoniere ich über Freisprechanlage und so weiter und so fort. Genau, also so, nicht texten, sondern genau. Audio. Also oder aber was ich auch mache, ist Podcast hören. Also wirklich ohne Quatsch. Da, wo du wirklich dich auf den Verkehr konzentrieren kannst, aber du
du brauchst Abwechslung. Ja. Ein Radiosender spielt auch nach Wochen, ja, Monaten nee, immer Radio das ist Gleiche. So scheiße. Magst du nicht ja, mehr. Du willst was Neues, aber damit du konzentriert bleibst. Soll ich dir, also jetzt, wo du gerade Podcast sagst, soll ich dir, ich kenne einen Podcast, da sitzen die an der Feuertonne, zwei Kerle, und die reden über allen möglichen Scheiß und trinken nebenbei ein Bier. Ich habe den Namen vergessen. Aber vielleicht googelst du mal danach. Vielleicht, ne? Es könnte durchaus sein. Zwei? Ja, zwei. Zwei Typen. Ich glaube, die sind auch. Ne, Brüder sind sie nicht. Ne, ich glaube, Freunde sind Kumpel? Sie schon. Ja. Nachbarn. Irgendwie sowas. So, muss es sein. Blutsbrüder. Hast du da schon mal reingeguckt? Reingehört? Ja, habe ich schon mal. Und ich habe die gar nicht verstanden. So laut hat das mir geknackt mit diesem Feuer, weißt du? Dieses, ja, gut, aber wenn du nur das Holz hörst, vom Knacken, kann ich mir auch einen Bildschirmschoner vom Lagerfeuer. Ja, dann schläfst du ja ein während der Fahrt. So. Das muss schon interessant sein, ne? Ja. Sind die interessant? Weil dann höre ich mal rein. Ja, ich finde schon. Also ich kriege jedes Mal Durst, wenn ich das höre. Ja gut, das ist ja auch wieder so ein Ding. Ne? Können wir auch drüber reden. Na was? Ja, Alkohol. Alkohol am Steuer. Aha. Ist dir eigentlich bewusst, wie viel LKW-Fahrer, und da muss ich leider die Ostkraftfahrer erwähnen, dass die das auch als Alternative nehmen, als Beschäftigungstherapie. Was, die trinken nebenbei Bier oder was? Naja, nicht nebenbei, aber die ziehen sich da schon rein. Aha. Die haben eine Großrazzia gemacht vom BAG aus. Das ist auch schon, ich glaube, ein oder zwei Jahre her. Auf einen der größten Parkplätze Deutschlands. Da warst du Stolpe wahrscheinlich oder so. Nee, nicht hier im Osten, Deutschlands. Das ist südlich, glaube ich, ist das einer der größten. Ah, okay. Da haben die, ungelogen, 70% der Kraftfahrer, die da auf dem Parkplatz waren, und alkoholisiert. Stillgelegt. Aha. Weil die alle noch entweder Atü im Blut hatten oder noch ordentlich dabei waren. Alter, schön. Ja. Und alles meistens hier die Osteuropäer oder sowas, die da rum... Osteuropäer, also nicht Ostdeutschen? Nein, nicht Ossis, sondern Osteuropäer. Ah, okay. Sorry, hatte ich nicht, ja. Ja. Also Polen, Rumänen, was ja genau. Alles, was hier so fährt, ja. Also ich will die Deutschen jetzt nicht freisprechen, um Gottes Willen, ne? Nö, garantiert nicht. So total, aber es war halt so ein Phänomen, weil ich diesen Bericht auch gesehen habe. Ich fand es ja mal sehr interessant. Das ist Beschäftigungstherapie von den Jungs. Das ist aber krass, oder? Ja. Weil ich meine, wenn du das überlegst, was die für eine Verantwortung unter sich tragen, 40 Tonnen, so schnell kommt das Ding nicht zum Stehen. Ja, aber wenn guck dir doch allgemein schon mal an, mit was für LKWs die losfahren. Ups. Jetzt schmeißt du gleich mit Holz. Ja. Wenn ich sehe, was der BAG, das ist ja die Autobahnpolizei für LKW. Cobra 12 sozusagen. Genau, ja, so, um das mal erklärungsmäßig so richtig rüberzubringen, verständlich rüberzubringen. Wenn du siehst, was die da hops nehmen an Ladungssicherung, was oder an technischen Defekts, was die LKWs haben. Ich will es gar nicht wissen, weil dann hätte ich Angst, überhaupt auf die Autobahn zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, oder du guckst nur noch aufs Nummernschild, ob Deutsch oder was anderes. Ja. Ne? Ja, das ist wirklich so. Aber wo wir gerade dabei sind, viele LKWs und so weiter, das ist ja so, wie war das? Sonntags dürfen sie nicht fahren. Mhm. Weil sonntags LKW-Fahrverbot ist, außer Frische, ne? Ja. Frische darf gefahren werden. Genau. Wenn jetzt nicht Sonntag ist und sehr häufig ist ja auch ein Anteil von irgendwelchen Staus, sind ja die sehr, sehr vielen LKWs, gerade wenn du durchs Ruhrgebiet fährst und so weiter. Das ist ja sowieso schon alles voll mit Autos. Wenn du jetzt im Stau stehst, und da stehst du bestimmt häufiger, ja. Was machst du, wenn du pinkeln musst? Und jetzt sag nicht dein Urea-Tank voll machen. AdBlue, nicht mein Urea. Mein AdBlue, genau. Ja, Urea ist ja ich Kia. Ich geh zum AdBlue-Tank Ist dir das schon mal so gegangen? Nee. Tatsächlich noch nicht? Tatsächlich noch nicht. Okay. Ich konnte bislang immer aushalten und hab dann, Okay, alles klar. Anders. Weil das hätte mich mal... Ich kenne aber. Und wenn du auf der Autobahn guckst, sind die auch sehr skrupellos, sich da einfach hinzustellen und dann zwischen dir Reifen. Ja, ich meine, wollte ich gerade sagen. So, das würde gehen, ne? Ja, natürlich. Ja. Das machen die auch. Ja. Also ich habe schon sehr oft gesehen, wo ich gesagt habe, oh Gott, was machst du da, Alter? Dreh dich doch wenigstens weg. Aha. Die stehen dann da auch wirklich. Und das habe ich auch schon in einem anderen Podcast zum Beispiel gehört von einem Prominenten, der dann gesagt hat, er findet das total geil.
dass das so einfach so kopflos. Endlich mal wieder kopflos. Einen Schniedelwutz sehen. Nee, aber so kopflos, ne? Hm. So von wegen, ich muss halt jetzt pinkeln und ich stelle mich jetzt hier hin. Ja. So, und der hat dann aber auch mal gesagt, wenn er da mal Autobahn fährt mit seinem PKW, stellt er sich sehr gerne auf die LKW-Seite. Weil er ganz genau weiß, dass die Jungs da, die sind clean, die sind sauber, die sind fresh, die sind locker drauf. Und das mache ich aber tatsächlich auch gern. Erstens, weil da mehr Platz ist. Und ja, die helfen sich aber auch. Das ist einfach so. Ja. Also LKW-Fahrer, das ist schon nicht schlecht. Aber das ist halt, es gibt halt immer noch diesen Unterschied zwischen, ich habe gestern meinen Führerschein gemacht und ich kann jetzt LKW fahren, oder aber ich fahre jetzt seit 20 Jahren LKW. Hm. Du glaubst gar nicht, wie routiniert ich mittlerweile geworden bin. Wenn ich daran denke, dass ich rückwärts irgendwo in eine Seitenstraße reinfahren das musste. Das wäre der blanke Horror für mich. Also. Und ich muss da mitten in Hamburg so eine vierspurige oder sechs-, achtspurige Kreuzung zumachen. Ja. Wo ich alles blockiere, obwohl die grün haben. Ja. Da bin ich früher, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich irgendwo 100 Meter vor dieser Kreuzung gestellt, habe gewartet, bis alle rot haben und wirklich stehen mussten und hab dann die Kreuzung blockiert, wo die sowieso stehen mussten. Und mittlerweile ist es aber einfach so, ruf da Rückwärtsgang rein. Ja, aber du weißt auch, was du kannst inzwischen, dass das genau funktioniert. Genau, das meine ich ja. Das ist ja der, ne? Und deswegen kann ich eigentlich immer nur an diese neuen Fahranfänger appellieren, sich da wirklich nicht zu schade zu sein, einfach den Mund aufzumachen und zu fragen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wie alleine loszulaufen und sagen, ich kann das, ich schaff das, ich mach das schon. Mhm. Und dann geht alles eigentlich mehr schief als überhaupt. Ja. So, und warum fragt man heutzutage nicht? Ich merke das ja selbst an meinem Uwe. Warum nicht einfach fragen? Warum immer dieses Genieren? Das ist ja so wie vor 20 Jahren. Das hatten wir schon, stimmt, ja, das ist tatsächlich so. Warum nicht den Mund aufmachen und sagen, von wegen, du, ich habe da mal eine Frage. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Naja, und vor allen Dingen sind dann alle aus der Situation schneller raus. Was meine Uschi mich letztens gefragt hat, weil wir auch auf dich kamen, wegen dem, ich weiß gar nicht warum, wegen der Fernsehsendung, diese Trucker-Sendung. Mhm. Das würde mich auch interessieren. Traust du deinen Job einer Frau zu? Also speziell deinen, ne? Es gibt ja unterschiedliche Arten von. Ja, mittlerweile ja. Tatsächlich. Also ja, nicht nur das Fahren, das meine ich, weil das Schlimme ist, glaube ich, eher dieses B- und Entladen, oder? Ja, aber ich habe mittlerweile auch einen Spruch, den ich jedem Kollegen von mir an die Backe nagel. Ja. Weil ich auch gerade konfrontiert worden bin mit einem Kunden. Und ich fand die Frage von dem eigentlich, ich fand die okay. Und er meinte nämlich zu mir, na, ihr habt doch mittlerweile auch nichts mehr auszustehen. Und da habe ich gesagt, ja, es stimmt. Also tot machen tun wir uns nicht mehr. Ja. Wir haben diese Hubwagen abgeschafft, zumindest bei uns in der Spedition, weil da war dann noch Kraftanstrengung. Wir mussten dann auch wirklich noch ziehen und schieben, diese Kilo. Das hat wirklich noch Schweiß gekostet. Mittlerweile ist das bei uns Psycho. Stress und Psychokrieg, den wir halt haben. Ja, aber manchmal ist es so, dass Frauen sowas ja besser aushalten als Kerle. Genau. Oder? Wir haben jetzt den Hubwagen, wie gesagt, bei uns abgeschafft und haben ja die elektrischen Ameisen, die eigentlich alles heben. Logischerweise ist das dann auch einfacher. Von daher hast du diese Kraftanstrengung nicht mehr. So, das heißt, du brauchst eigentlich nur noch deinen Kopf. Ja. Den Kopf zum Beladen, damit du siehst, wie du was lädst. Da muss Routine rein. Ja, ja. Und beim Fahren ist es im Endeffekt auch nur Konzentration und Stehvermögen. Ja. So, und das ist auch Kopfsache. So, und aus der Praxis für die Praxis, ne? Also ja, du traust es. Ja, du traust es zu. Ja, genau. Jeder wird ja ordentlich eingearbeitet und kriegt ja auch seine Zeit, sich da einzuarbeiten. Also warum soll das nicht auch eine Frau können? Ja, finde ich. Definitiv. Weil man sieht das ja tatsächlich auch im Fernsehen. Und ich weiß nicht, ob du diese Sendung, diese Alaska-Eisstraße oder was Hammer. Was da alles auf D-Max oder wie heißt der Sender? Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Ice Road Trucker. Ja, das ist eine Sache. Du siehst auch andere, die Holz fahren irgendwo und keine Ahnung was. Aber wenn guckst du solche Sendungen? Ja. Wie, aber echt, ich weiß, wie echt ist das? Ja, es ist... wie viel Fake ist da drin? Das wird mich mal... Also ich würde sagen 50%.
Okay. Das ist aber meine persönliche Meinung. Echt oder fake? 50. Oh. Also, naja, lass mich mal überlegen. Alter, nee, denn doch 40. Nee, es ist im Endeffekt, es ist ja wirklich so, du darfst diese ganze Vorbereitung, ne? Da kommt ein Kamerateam, ja. Die sagen jetzt, wir wollen jetzt ganz gerne was drehen. So, dann wird ein Plan gemacht. Das dauert wahrscheinlich schon wochenlang, bis dieser Plan entstanden ist. Dann wird die Person ausgesucht, mit der gedreht wird. Dann nehmen die wahrscheinlich auch nicht jeden. Da gehe ich von aus. Ne? Das muss Vorzeigeding sein. Ja. So, und jetzt steht der LKW, du steigst ein als Fahrer und das Kamerateam, zumindest einer, der ganze LKW wird ja mit Kameras erstmal vollgeproppt. Ne? Damit du eine Außenkamera hast und dann eine Fahrersichtkamera und der Beifahrer sitzt dann da und hält dann immer noch auf dich drauf. Du bist ja nicht du selbst, das ist ja genau, das, ist so. Das Erste. Und darauf will ich hinaus. Jetzt geht es ja so. Jetzt rufe ich an als Dödel, der alleine eigentlich unterwegs ist und meinen Disponenten anrufe und sage, ihr habt mich verfahren. Wie komme ich denn da jetzt hin? Dann sagt der wahrscheinlich, Alter, hast du ein Navi oder hast du keinen Navi? Seh mal zu, gib das ein, guck ordentlich drauf, so und so und so ist das. So, jetzt hält die Kamera auf dich. Und jetzt sagst du als Frau, ich hab mich verfahren, wie komme ich nach... Das ist doch gar kein Problem. Warte mal, genau. Ich such dir mal die Route raus. Du musst doch wohl nicht denken, dass ein Disponent sich dann plötzlich an den Rechner setzt und über Google Map die Route... Wo bist du denn gerade? Ich zeig dir das. Macht niemand, ja. Das machen die seltenen. Es gibt natürlich solche Fälle, klar. Aber du musst das Gesamtbild sehen. Ja? Ich habe noch nie gesehen, dass zumindest bei diesen Trucker-Babes, was gezeigt wird, da mal irgendjemand was kaputt fährt. Das hätte ich mal ganz gerne gesehen. Irgendwas zu Schrott fahren oder sowas. Ja. Ne? Weil dann steht immer, ups. die sehen ja auch immer alle aus, als wenn sie aus der Modeboutique kommen hier. Aus dem Ei gepellt. Ja. Also tatsächlich 50-50, ja. Das hätte ich fast schon vermutet. Ja, ich glaube schon, dass... Dass die fahren. Ja. Also und das dass die auch was können. Ja. Dass die auch was können, das glaube ich auch. Aber so wie das dargestellt wird, so es ist alles Schlaraffenland und es ist alles gut. Und das glaube ich nicht immer. Ja. Ne? Die sind ja auch wahnsinnig, also gerade bei diesen Ice Truck Road oder wie das heißt, wahnsinnig groß. Hier in Deutschland gibt es doch diese Gigaliner, ne? Ja. Bist du schon nicht so ein, viel. Bist du schon mal so ein Ding gefahren? Nein. Nee? Die darfst du auch in Deutschland noch nicht so oft fahren. Da Ach so, ich dachte, das wäre schon... Nein. Gibt nein, wahrscheinlich nein, auch nur ganz bestimmte Strecken, nein, die man fahren darf. Ne? Die Gigaliner, genau. Die Gigaliner dürfen, wenn, dann nur eine bestimmte Strecke fahren. Und ich weiß zum Beispiel, dass bei der... Jetzt mache ich gerade Werbung, aber ist doch scheißegal. Bei einer Spedition in Neumünster, Spedition Vogt, waren mal ein, zwei... Ja. Die fahren durften. Die durften dann aber auch nur auf bestimmten Autobahnen fahren. Und warum hat man die erfunden? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Ich meine, da das passt ein bisschen mehr rein. Warenbewegung, genau. Warenbewegung. Ja, da kannst du doch zwei LKWs, ach, die verbrauchen dann geht doppelt. Geht ja wieder nicht. Genau, zwei LKWs bringen zwei wieder, Fahrer. Doppeltes genau, Geld. Ja, okay. Kosten und so weiter und so fort. Ja, okay. Ja, also, normalerweise kannst du auch sagen, na, denn warum ist denn dann dein LKW nur 20 Meter lang? Warum ist er nicht 40 Meter lang? Ja, das haben sie ja mit dem Gigaliner jetzt versucht. Aber du kommst durch die Straßen nicht durch. Kommst du nicht dann durch. Hast du wieder einen Schwerlasttransport. Ja. Und da sind wir wieder beim anderen Thema, weil wie die dann natürlich fahren mit ihren großen Windmühlteilen und so weiter das und so fort. Das hat mich immer so angekotzt. Sonntagsabends zurück nach Hause. Du willst nach Hause auf der Autobahn und die blockieren alles. Und der fährt wirklich bis vor deiner Haustür vor dir. So fühlt sich das ja an. Das ist Wahnsinn, oder? Also diese Dinger. Das ist schon krass, vor allen Dingen, die haben ja dann auch 8-12 Achsen und die sind alle ferngesteuert, nochmal extra zu bedienen. Ja, das heißt, naja, damit du, wenn du stehen, um eine Kurve musst, du dann richtig, wahrscheinlich, oder? So erkläre ich mir das, dass wenn du um eine enge Kurve musst, dass du die Räder selbst richtig bewegen kannst und dann ein bisschen flexibler bist. Aber da ist ja dann auch so ein Vorkommando, was dann losfährt und dann wirklich auch, wenn es sein muss, irgendwelche Schilder abflext oder Bäume klappt oder sowas. Ne? Ja. Also das stelle ich mir irgendwo interessant vor, aber auch sehr langweilig. Ja, ist das nicht, wäre das nicht so ein Ding, wo du weich werden würdest und sagen würdest, wenn da einer ankommt und dich fragt, dass du das machst? Also ich habe dich ja auch mal gefragt, würdest du, keine Ahnung, Steine und Sand fahren für Baufirmen? Ne? Das ist ja auch, kann man ja, oder Getreide fahren oder sowas. Da hast du gesagt, nee. Würdest du sowas fahren? Also diese langen Dinger, Schwerlasttransporte meine ich. Es wäre mal eine Herausforderung. Ja. Klar. Das prinzipiell bin ich für alles offen. Ja. Ich sag mir immer, der Preis muss natürlich stimmen. Ne? ja, klar. Ja, es ist einfach so. Ja. Mittlerweile denke ich da natürlich auch. Ich
ich brauche Routine. Hm. Ich bin halt so ein Typ, es gibt genau die entgegengesetzten Typen, die dann sagen, nein, ich brauche jeden Tag was Neues. Ja. Jeden Tag was Neues, sonst schlafe ich ein, sonst gehe ich kaputt. Ich bin einer, ich möchte schon ganz gerne wissen, was heute abgeht, was morgen abgeht, was übermorgen abgeht. Dann passt das alles. Aber wie gesagt, für sowas bin ich immer zu haben, klar. Ja. Definitiv. Glaube ich dir, weil das ist ja auch mal echt, wäre wahrscheinlich mal eine andere Erfahrung oder sowas. Aber ansonsten bin ich bei dir. Ich bin auch so der Routine-Typ irgendwie. Komisch, ne? Merkwürdig. Ja. Immer das gleiche Bier. Übrigens, heute trinke ich Jewe. Nein. Endlich wieder. Was ist denn mit dir nicht richtig? Ist geil, oder? Ja. War im Angebot. Nur deswegen wahrscheinlich, ne? Aber ich bin ja auch so ein Langweiler. Aber hast du eigentlich Uschi gefragt? Ich hab noch kein blaues Auge bei dir entdeckt. Nee. Also hast du sie noch nicht gefragt? Nee, ich habe mir nicht getraut. Ja. Man kann darüber viel philosophieren, über dieses Thema mit LKW und tralala. Und jeder hat da auch seine extra Meinung. Ich will nur mal ganz kurz darauf zurückkommen, auf diese Geschwindigkeiten. Also es ist im Endeffekt wirklich so, wenn ich 2-3 km/h schneller fahre, dann überhole ich einfach. So, natürlich kann ich jetzt mit Gesetzen kommen und sagen, du darfst ja nur, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Meter. Das wundert mich sowieso, warum fahren die unterschiedlich schnell? Warum riegeln nicht alle bei exakt der gleichen Geschwindigkeit? Versicherung. Wie jetzt Versicherung? Versicherung. Versicherungstechnisch. Es gibt viele LKWs, die fahren 90 und sogar schneller. Ich denke, die dürfen nur 85 fahren oder 86. Die dürfen nur 80 fahren auf der Autobahn. Und 80 sogar. Auf der Landstraße dürfen sie auch nur 60 fahren. Das machen sie ja auch nicht. Natürlich nicht. Nee. So. Am Moment, aber nochmal. Ja, ja. Ich dachte, es würde technische Sachen geben im LKW verbaut, dass du tatsächlich auch maximal 86 km/h nur rauskriegst. Also nein, aus der Mühle. Nein. Dann gibt's nicht. Es ist immer noch mal. Also erstmal von der. Nochmal. Ja. Es gibt Straßenverkehrsordnungen, die sagen aus, dass der LKW auf der Landstraße 60 fährt und auf der Hauptautobahn 80. Strikt. So, die LKWs an sich fahren natürlich viel schneller, als sie dürfen. So, jetzt gibt es Speditionen, so wie meine, die sagen, okay, und ich habe mir sagen lassen, und jetzt begebe ich mich ein bisschen auf dünnes Eis, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, aber zumindest zu 80%, dass das versicherungstechnisch so geregelt ist, dass es heißt 82. So, ich weiß aber auch, dass es sowas gibt wie, es wird berechnet, Verbrauch, wann ist er am optimalsten und so weiter und so fort. Das glaube ich. Verbrauchoptimierung, ja. 82 km/h Maximum und dann passt das schon, dann läuft das auch. Das ist so die zweite Sache. Und dann gibt es natürlich welche, die sagen, mir doch egal, die LKWs fahren halt 90. So. Ja genau, umso schneller sind sie wieder hier. Und so hast du diese Unterschiede. Jetzt kommt da einer, der sagt von wegen, alles klar, meine Spedition achtet darauf, du bist gedrosselt auf 82 und dahinter mir kommt einer, der sagt, du sollst Ware von A nach B bringen, weil wenn du sie in einer bestimmten Zeit schaffst, kriegst du eine Bonuszahlung und so weiter und so fort. Also gib Gas. Also siehst du, und ich habe gedacht, die sind alle auf 80 gedrosselt. Das ist war ein Fehler. Dadurch kommen aber die Unterschiede. Weil dann hast du nämlich einen, der plötzlich 2 km/h schneller fährt. Ja. Und dadurch kommen dann diese Elefantenrennen. Ja, weil der guckt dann auf die Uhr und sagt, ich habe noch 2 Stunden und das wird langsam knapp. Und dann gibt er alles, weißt du? Und der andere sagt von wegen, ich kann eh nicht mehr, hier gibt's nicht, mach Tempomat rein, 82, pff, Feierabend. So. Und ich bin so ein Typ, wenn ich dann in 100 Fällen ist es dann mal einer, wo der vor mir dann langsamer ist, 1 km/h, dann stelle ich mein Tempomat 1 km/h weiter runter, gehe auf Abstand, aber meine Technik, die der LKW ja hat, sagt schon, ich fahre jetzt gerade auf jemanden auf, ich drossel ab. Ja, genau, das macht er selbst, ne? Das ist so. Hast du auch Tropfen abgekriegt? Ich dachte gerade, das ist irgendwie so ein Stück Holz. Nee, oder? Ich konnte es nicht mehr halten. Ach so. Nee, interessant, muss ich sagen. Das wusste ich bis jetzt nicht, ja. Deswegen geben halt viele Gas, weil sie keine Zeit haben. Ja. So. Wenn ich jetzt ums Eck gehe, ist es schlimm für dich? Danach auch Bonifatius. Ehrlich? Ja. Das blinkt schon jetzt. Worüber soll ich denn jetzt reden? Willst du nicht erst Bonifatius machen und dann pinkeln gehen? Oder ich kann ja während des Wäre des Pinkelns Bonifatius vorlesen. Mach mal Bonifatius und geh dann pinkeln. Sehr das gut. Wirst du ja wohl aushalten, oder willst du zwischen den Reifen hier?
Ich kann dir, pass auf, ich nehme den LKW ja? und du pinkelst dann zwischen mich. Ja. Aber ja? wo sind meine Reifen? Ja. Alter Schwede. Das ist schlecht. Haben wir heute echt nur über LKW geredet? Nur über deinen scheiß Job, ey. Das ist über meinen reden machen wir nicht. Nein. Machen wir das, nein. das wird todlang, das machen wir nicht. Das ist so langweilig. Es fängt wirklich an zu regnen. Als er sonntags in Othello, dem bekannten Schauspiel, saß, meinte er, dass Desdemona vor dem Schlafen was vergaß. Alle sahen ihn entrüstet an, als er laut zur Diva schrie, das ist doch ganz unnatürlich. Jeder Mensch mache erst Pipi. Moral oder christliche Nutzanwendung? Manch Ding, das man daheim führt aus, das tut man nicht im Schauspielhaus. Gehst du vom Schlafen gehen pinkeln? So. Reicht. Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung des Lastkraftwagenfahrers. Gab es da dann jetzt irgendwie so eine Art Lösung? Du meinst ich weiß doch nicht, was du meinst. Nee, keine Ahnung. Aber ich weiß zumindest jetzt, woraus diese Elefanten rennen. Also warum die entstehen, finde ich. Ja. Das sind zwei unterschiedlich schnell fahrende LKWs. Ja, man kann ja. Ja. Nein, aber warum die unbedingt vorbei wollen, das ist das ja. Ne? Das ist, auf drei Spuren ist es ja egal, aber wir fangen schon wieder an. Ja. Und tschüss. Auia, bauia. Atsche mit Ö. Jetzt muss ich auch pinkeln. Dann gehen wir halt zusammen. Ja, geil, zwischen den Reifen.